Willkommen zurück zu Paper Mario. Wir haben beim letzten Mal ziemlich viele Federn gelassen, als wir versucht haben, an diesem Clubber vorbeizukommen. Und jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Bis zur großen Tür. Und bis zu Tubba Blubbas Schlafgemach. Ja, so weit müssen wir kommen. Hinzu kommt, dass mein Internet gerade nicht das Beste ist, beziehungsweise dass ich gar kein Internet habe. Dazu gab es ein Infovideo am Donnerstag. Also müsste gestern gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. So, und wir haben es immerhin hier hoch geschafft. Aber hier gibt es wieder die Viecher. Die einen hier nur zu gerne rausschmeißen würden. So, ich glaube, wir sind... Ja, wir sind außer Reichweite von einem, kommt der nächste an. So, hier hat er seine Position. Das heißt, ab hier kriege ich ihn. So. Müssen natürlich aufpassen, weil hier Tubba Blubba natürlich überall sein könnte. Sollte man wirklich sich drum kümmern. Und da ist wieder ein Clubber. Und wieder die Viecher. Die sind eh die nervigsten. So unnötig nervige Viecher. So, geh weg. So. Ich denke mal, die große Tür ist Schlafgemach. Und hier ist der Raum der Fallen. Soll ich es mal probieren? Möchte mal was gucken. Genau. Durch unseren Geistermantel sind wir dagegen nämlich auch immun. Das heißt, wir können hier einfach durchlaufen. So. Zack. So, was haben wir hier? Schlossschlüssel. Aha. Das heißt, hier mussten wir sogar lang. Nicht nur Deko. Und das ist auch verdammt gefährlich hier. Ich meine, so Spitzen, die können wehtun. So. Restlichen Meter laufe ich nicht nochmal. So. Glück gehabt. Wenn der uns jetzt getroffen hatte, das wäre böse ausgegangen. Die Uhr hier sieht irgendwie... Ja. Sieht so. Aha, da bewacht ein Clubber. Die große Tür. Die Frage ist, was ist hier hinter? Oh. Das sieht einladend aus. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Aber wir können ja nicht so hoch springen. Aha. Muss ich von hier aus vielleicht rüberfliegen? Ja. Okay, der Pfeil hat hierhin gezeigt. Da soll ich wohl hier über die Kante laufen. Ja. Oh, ein neuer Orden. Kampfrauschorden. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 4. Oh Gott, ja. Bitte. Starttaste. Genau. Orden. So, jetzt muss ich halt überlegen, was ich rausschmeiße. Eventuell das Stachelschild. Dafür kriege ich halt den Kampfrausch. Ja, und ich kann noch einen Powersprung nehmen, aber brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme nur ein Erdbeben. Komm. So. Wieder ein Orden. Achso, ja, ich sollte vielleicht Lady Boon nehmen.
So. Dämlicher Klubber. Kannst mir gar nichts. Also langsam hätte ich schon gerne einen Speicherpunkt, ne? Aber wir sind jetzt hier schon ziemlich weit im Schloss. Den Fortschritt wieder zu verlieren, nur weil wir erwischt werden oder halt uns mit so einem Klubber anlegen, wäre schon blöd. Oh ja, da kommt er. Was ist das? Irgendwas ist hier faul. Ja. So, ihr dürft gleich an uns vorbeilatschen. So, da wir unsichtbar sind, kann der uns aber nicht wahrnehmen. Ja, der läuft hier immer seine Muster ab. Wir müssen ja bloß an ihm vorbeikommen. Geh weiter. So, jetzt aber Tempo ins Schlafzimmer. Ist das überhaupt das Schlafzimmer? Sieht nicht so aus. Leg dich wieder schlafen. Es sieht ja, wenn wir langsam laufen, wachen die eventuell gar nicht auf. Nein, 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 nein. Du bleibst schön pennen. So, jetzt ganz langsam an den Klubbers vorbei. Und ganz langsam wieder zurück. Das hier ist Feinarbeit. Vom Feinsten. Ich hoffe mal, Tubba Blubber steht jetzt nicht gerade draußen. Nee. Und rein. Ah, Halleluja. Also das Ding ist wirklich die Genugtuung des Jahres. So. Also dieser Tubba Blubber, der kann uns hier echt gefährlich werden. Zumal er wirklich unverwundbar ist. Hier können wir nicht hoch. Und hier ist eine Kiste. Oh. Ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Der Stern ist fort und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen sein muss. Ich will König Bowser nicht verärgern, er ist unheimlich. Zwar hat er mich unbezwingbar gemacht, aber wenn ich das hier vermassle, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Okay, jetzt ganz leise. Hallöchen, ich bin Ikedi. Ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Tubba Blubber. Ein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seine wertvollsten Sachen zu bewachen. Aber du siehst ja gar nicht wie Meister Tubba Blubber aus. Das bedeutet, du bist hier, um mich zu stehlen, mich, den magischen Schlüssel, der die Tür zur windigen Mühle am Ende der windigen Schlucht öffnet. Und außerdem willst du wohl das Geheimnis, das sich in der Mühle verbirgt, lüften. Ja. Du bist eine sehr ehrliche Person, nicht wahr? Hilfe, Meister Tubba Blubber, ein Dieb. Mach dich unsichtbar, mach dich unsichtbar. Was soll der gerade? Noch 5 Minuten, Mami. Oh nein, er ist wach, wir müssen rennen. Ja,
Schlüssel schnappen und jetzt nix wie raus hier. Kann ich nicht hier einfach gerade die Sprossen lang? Oh, Kacke. Er ist hinter uns. Hey, du Dieb, halt! Okay, das könnte uns. Das ist aber für uns eine gute Abkürzung, muss ich sagen. Der hat ja seinen eigenen Weg zerstört. Scheiße, hier war nichts kaputt. Okay, weiter, weiter, weiter. Jetzt bloß nicht umdrehen. Wenn das Vieh uns erwischt, sind wir wirklich tot. Also, da gibt's kein Pardon. Oh Gott. Ja, schneller, 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 schneller. Es ist direkt hinter uns. Immerhin hat das runterfallende Ding wohl hier alle Leute vertrieben. Oh Gott, erschlagen. So, jetzt nichts wie weg hier. Endlich, wir haben Toba Blubbers Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Toba Blubber. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück. Was war denn das für ein Geräusch? Toba Blubber ist hinter dir her. Und der ist auf der anderen Seite des Tores. Was sagst du, dass du vielleicht Toba Blubbers Schwachpunkt herausfinden könntest? Oh, natürlich, die Windmühle am Fuße des Hügels. Du musst dich beeilen. Lauf so schnell du kannst zur windigen Mühle. Wir werden versuchen, Toba Blubber hier festzuhalten. Das ist zu gefährlich. Er ist verrückt und wird jeden einzelnen von euch fressen. Warum lässt sich das Tor nicht öffnen? Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft für unser aller Wohl. Blickt nicht zurück. So mutige Buß. Ich rieche leckere Geister. Öffnet das Tor. Ja, der hat auch so eine ähnliche Stimme wie Bowser, ne? Ja, ich weiß. Aber wir lassen uns jetzt hier gar nicht aufhalten. Ah, ich habe nur eine Münze bekommen. Ne, wir gehen jetzt direkt weiter. Und sehen hier in der windigen Schlucht schleunigst zu, dass wir zu Bowser kommen. Dass wir zur Mühle kommen. Weil die Mühle, die ist wichtig. Dort verbirgt sich nämlich das wirklich größte Geheimnis von Toba Blubber. Das Geheimnis, das ihn wieder zu einem normalen Wesen werden lässt. So, wir sind glaube ich noch voll, aber ich mach trotzdem mal. Normal würde ich sagen, ich speichere jetzt und die nächsten zwei Parts. Ich mache dann hier einen Cut. Aber nee, ich kann auch dort einen Cut machen, weil ich eh in Folge aufnehme. Daher ist das schon ganz okay so. So, jetzt durch die windige Mühle. Jetzt können wir hier aufschließen. So, und hier ist dicht. So, hier hat sich natürlich auch der eine oder andere normale Gegner versteckt. Eintritt verboten. Ja, das hält uns nicht auf. So. Ehrlich, Eintritt verboten. Jetzt aber, Eintritt verboten. Wer bist du? Was? Mario?
Hat dir jemand gesagt, dass ich Tubba-Blubbas geheime Stärke bin? Hat jemand ausgeplaudert, dass der Tubba-Blubber im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber dann musst du jetzt durch. Ja, das ist nämlich Tubba-Blubbas Herz. Wirklich das Herzstück seiner Operation, wenn man so möchte. Ja, und ich versieb's wieder. Komm, jetzt setz hier noch Ohrfeige. Oh, ich hab's irgendwie total versiebt. Daran muss ich arbeiten. Hey, du Geisterlady, du siehst lecker aus. Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Bläh, das hättest du wohl gern. Du hast keine Chance. Du geisterfressender Idiot. Mario, ich bin jetzt wirklich böse. Lass uns das Ding verdreschen. Ich führe nur eine meiner besten Attacken aus. Du kannst dir unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab eine Sekunde Geduld. Oh oh. Jetzt wird das Herz hier wirklich böse. Hört mich aber nicht. Ich krieg den Powerstoff jetzt nicht mehr hin. So. Zack. Werden jetzt einfach kurz unsichtbar. Ja. Wer greift jetzt mit roten Blutkörperchen an, oder wie? Nützt ihm bloß nicht so viel, wenn wir unsichtbar sind. Moment mal, ich habe hier doch so einen schönen... Ne, den Donnerblitz, den hebe ich mir auf, weil wir müssen tatsächlich nochmal gegen eine andere Version kämpfen. Ja, der bereitet sich jetzt wieder vor. Ja, das stört uns nicht. Stört uns echt überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben der hat, und es ist mir auch egal. Weil einmal kann ich uns noch unsichtbar machen. Dementsprechend kann der hier machen, was er will. Er macht uns gar nichts. Mit seinem ach so mächtigen Angriff. Angriffe, die aufladen können, sind hier gegen Lady Boo wirklich absolut wirkungslos. Angriffe, die aufladen müssen, nicht aufladen können. Oh Gott, aber er zieht uns 6 ab, wenn er hier auf uns losgeht. Blöd ist auch, dass Lady Boo nach dem Unsichtbarmachen einen Zug aussetzt. Aber ich kann das nicht. Das ist mit dem Xbox-Pad wirklich nahezu unmöglich. Oh Gott, jetzt lädt er sich hier wieder auf. Da habe ich aber auch schon was vorbereitet. Denn wir erfrischen uns. Damit laden wir 5 BP wieder mit auf. Dementsprechend kann ich dann einfach das Unsichtbarwerden mit Lady Boo wieder einsetzen. So. Und der Kerl kann hier machen, was er will. Hauptakteur ist ja eh Mario. Muss bloß gucken, ich muss bis 13 Uhr in der Uni sein und Zeug hochladen. Ich muss hier echt mal ein Timing finden, ne? So, Herzilein, gleich bist du mein. Los, komm schon! Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich muss den Emulator mal ein bisschen anders einstellen, die Intensität hoch. Aber ich denke eh nicht, dass das Herz noch sonderlich lange aushält. Ja, komm, machen wir uns nochmal unsichtbar. Sind wir auf der sicheren Seite. Muss halt bald wieder die Sternenkraft einsetzen. Aber das ist ja nicht so schlimm, ne? So.
Ich krieg das mit dem Timing nie auf die Reihe. Aber ist egal, das Vieh ist eh gleich tot. Ja. Autschi. Oh, das tut weh. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Und da ist abgeschmiert. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich muss von hier nochmal spielen. Allerdings hat sich die Sache mit meinem Internet wohl geklärt. Dadurch, dass ich dem Kerl jetzt mal aufgezählt habe, was ich alles für ihn gemacht habe. Ja, gut. Also, ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und wir sehen uns an der Stelle wieder, an der ich eigentlich eben war. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Euer Wolf.